Welcome back und ein herzliches Willkommen an alle, die erst heute dabei sein können. Gestern gab es da und dort noch diverse technische Schwierigkeiten. Wir sind da dran, lernen dazu und verbessern laufend. Heute geht es mit einem vielseitigen Programm weiter und wir sind zuversichtlich, dass alles besser läuft. Bevor es nun aber losgeht, folgen noch ein paar organisatorische Hinweise. Das Wichtigste zuerst, der primäre Zugang für den Winterkongress ist der per E-Mail verschickte Link. Mit diesem Link gelangt man zu den Streams, dem Chat, den Workshops und den Self-Organized Sessions. Und über diesen Link ist auch unser Infodesk erreichbar. Heute gibt es neben den beiden Streams in der Aktionshalle und im Clubraum noch den Proberaum. Im Proberaum finden heute auch zwei Workshops statt, die im Videokonferenztool Big Blue Button durchgeführt werden. Wer sich also aktiv an diesen Workshops beteiligen soll, soll direkt in diese Big Blue Buttons einsteigen und kann aktiv teilnehmen. Über den Stream ist keine Interaktion möglich. In Erinnerung rufen möchte ich euch auch noch unsere Grundsätze im Umgang miteinander. Wer Screenshots von Personen in den Videokonferenzen macht und diese über Social Media teilen möchte, muss das Einverständnis der abgebildeten Personen einholen. Die digitale Gesellschaft stellt sich gegen jegliche Form von Diskriminierung. Be excellent to each other und bitte meldet uns Verstöße. Bisher gibt es noch keine Einträge für die Self-Organized Sessions. Bitte nutzt diese Gelegenheit, tragt euch ein, teilt euer Wissen und tauscht euch aus. Den Link zum Pad findet ihr auch über die Lobby. Auch heute ist der Infodesk für Fragen und Auskünfte und Anregungen geöffnet. Zögert nicht, uns zu kontaktieren. Die zwei Kongresstage werden wir heute Abend mit einer Demo-Night ausklingen lassen. Wer noch länger am Bildschirm bleiben mag, darf uns gerne um 20 Uhr im DigiGuest-Pub treffen. Der Link ist auch in der Lobby gelistet. Das Pub ist den ganzen Tag über offen und bietet auch Raum für einen Austausch untereinander. Doch bis dahin haben wir jetzt noch ein spannendes Programm vor uns, einige spannende Vorträge im Programm. Der Auftakt macht heute um 11.15 Uhr Bettina Behrendt mit der Keynote «Algorithmische Diskriminierung – Regulierung durch Transparenz». Ich wünsche euch nun einen spannenden zweiten Kongresstag.